Amateure sprechen von Strategie, Profis von Logistik. Was schon Napoleon wusste, macht Russlands Generälen in der Ukraine große Sorgen. Vor allem, weil bald die Ukraine über eine neue, entscheidende Waffe verfügen soll. Die Einsatzlogistik ist die Achillesferse der russischen Truppen. Stark schienenbasiert und auf größere Umschlagpunkte angewiesen, wurde sie schnell zum Ziel ukrainischer Angriffe. Vor allem die Lieferung westlicher, weitreichender Raketenartillerie wie den HIMARS-Systemen ermöglichten der Ukraine gezielte Schläge auf Logistikpunkte und Führungsanlagen in der Tiefe des gegnerischen Raumes. Doch die russische Militärführung hat dazugelernt und wichtige militärische Einrichtungen außerhalb der Reichweite der an die Ukrainer gelieferten GM-LRS-Raketen von knapp 84 Kilometern platziert. Deshalb drängt die Ukraine nach Raketen des Typs ATAC-MS für ihr HIMARS. Mit diesen könnten Ziele bis auf 300 Kilometer bekämpft werden, bei jedoch hohen Kosten von über 1,5 Millionen US-Dollar pro Stück. Doch eine Lieferung wurde bislang abgelehnt, vor allem verfügen die USA nur über eine beschränkte Anzahl eigener solcher Raketen. Eine Alternative bietet sich nun mit den von Frankreich und Großbritannien gemeinsam produzierten Storm Shadow Marschflugkörpern an. Diese haben eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern, besitzen einen 54 Kilogramm schweren Penetrationsgefechtskopf und kosten etwas über 1 Million US-Dollar. Nachteil zu den HIMARS-Raketentypen ist die Notwendigkeit einer fliegenden Trägerplattform. Weder die NATO-Staaten für Storm, Shadow, Tornado, Eurofighter, Rafale oder Mirage 2000 eingesetzt, müsste für die Ukraine, welche über keine dieser Plattformen verfügt, eine Anpassung an bestehende Flugzeugtypen erfolgen. Und genau hier scheint es seit Dezember Bewegung zu geben. So sollen die Briten eine Adaptierung von Storm Shadow an die ukrainischen Su-24-Kampfbomber in Polen getestet haben. Eine Lieferung von Storm Shadow werde gemäß Angaben aus britischen Regierungskreisen derzeit geprüft. Damit dürfte klar sein, dass die technische Adaptierung erfolgreich war. Ob und wann Storm Shadow an die Ukraine geliefert wird, ist noch offen. Auch unklar ist der Typ, denn von Storm Shadow gibt es auch eine Exportvariante mit einer Reichweite von um die 250 Kilometern. Klar dürfte sein, dass mit einer Reichweite von 250 oder gar 560 Kilometern und der Größe des Gefechtskopfs damit alle wichtigen Logistik- und Führungspunkte der Russen in den besetzten Gebieten getroffen werden und damit zum entscheidenden Mittel in der erwarteten Gegenoffensive werden könnte.